Moin! In diesem Video beschäftigen wir uns mal mit den Rittern im Mittelalter. Viel Spaß! Was ist ein Ritter? Um diese Frage zu beantworten, springen wir mal zurück in das 8. Jahrhundert. Zu Beginn des Mittelalters waren die Herrscher von Merowingern und Karolingern noch mit einem Fußheer, bestehend aus freien Leuten, in den Kampf gezogen. Um die Zeit von Karl dem Großen sollte sich jedoch die Struktur des Heeres ändern. Statt eines Fußheeres wurden nun bewaffnete Reiterkrieger auf Schlachtrössern immer wichtiger. Das führte jedoch auch zu einem Problem, denn viele Freie konnten sich eine solche teure Ausrüstung nicht leisten. Damit sie also nicht ohne passende Ausrüstung in den Krieg ziehen mussten, begaben sich viele freiwillig in den Dienst adliger Grundbesitzer und verloren damit ihre Freiheit. Die teure Ausrüstung und die lange und kostenintensive Ausbildung zum Ritter führte dazu, dass anfangs nur Adlige diese Aufgabe annahmen. Seit dem 11. Jahrhundert wurden jedoch auch viele Hörige von ihren Grundherren zum Kriegsdienst ausgebildet, sodass nicht mehr nur exklusiv Adlige Ritter sein konnten. Ein wahrer Ritter zu sein bedeutete jedoch mehr als nur die Ausrüstung zu besitzen und auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Besonders wichtig wurde auch, dass der Ritter die christlichen Tugenden besonders verinnerlicht hatte und zur Schau stellte. So sollte ein Ritter zum Beispiel treu gegenüber seinem Herrn sein, tapfer und mutig und auch Anstand besitzen, aber auch zum Beispiel die Armen und Schwachen verteidigen. Außerdem wurde später auch besonders wichtig, dass sich ein Ritter am Hof von Königen und Fürsten zu benehmen wusste und die höfische Etikette beherrschte. Wie wurde man denn aber nun zum Ritter? Der Weg zum Ritter begann bereits im Alter von 7 Jahren als Page. Als Page eines Ritters begleitete man seinen Herrn und diente diesem einerseits, andererseits trainierte man die eigene Kraft und Geschicklichkeit. Bereits hier zeigte sich, ob man wirklich das Zeug zum Ritter hatte und da körperlich dazu in der Lage war. Hatte man sich bewährt, wurde man im Alter von um die 14 Jahre zum Knappen. Nun führte man bereits eine Lanze und ein Schild und stand seinem Ritter in einer Schlacht zur Seite. Außerdem lernte man die Etikette am Hof und den Umgang mit den Damen und der Gesellschaft. 6 bis 7 Jahre später hatte man es dann geschafft. Es kam zur feierlichen Zeremonie der Schwertleite, bei der ein Knappe ein von einem Priester gesegnetes Schwert empfing. Seit dem 13. Jahrhundert hatte sich auch besonders in Frankreich der Ritterschlag durchgesetzt, jedoch zuerst mit der Hand und erst später mit der Schwertklinge. Natürlich muss auch gesagt werden, dass das Leben der meisten Ritter nicht am edlen Hof und mit ritterlichen Turnieren stattfand. Eine Kampfausrüstung und ein speziell trainiertes Schlachtross waren teuer, viele Krieger konnten das kaum aufbringen. Nicht selten kämpften die Ritter selbst ums wirtschaftliche Überleben, wie auch die Bauern, über die sie herrschten. Die Ära der Ritter endete schließlich wegen der Entstehung neuer Waffen. Bogenschützen, Speere und schließlich die Schusswaffen ließen die Ritter im Laufe der Zeit immer unbrauchbarer werden. In einem anderen Video haben wir uns auch schon mit dem Leben auf der Burg im Mittelalter beschäftigt. Das findet ihr jetzt hier links eingeblendet. Ansonsten lasst gerne noch einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schaut noch gerne auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!